Da sind wir wieder. Die Welt steht vor dem Abgrund, aber unsere Mechs sind dabei, die Welt zu retten. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Momentan steht eher alles im Brand. Und das ist gut so. So. Also, da ist Feldposten. Wir können ihn wieder hinschicken. Ja, könnte hin und her laufen, dann sieht er auf jeden Fall alles. Er ist das Kanonenfutter. Erika, das Kanonenfutter. Es ist keiner da. Soll er hier einen Feldposten machen? Ja. Vielleicht haben die Aliens jetzt auf meinen Vorschlag von der letzten Folge reagiert und machen einfach einen Selbstzerstörungsmodus an. Gucken. Die könnten nämlich tatsächlich außen rumgehen. Das wäre kein Problem, hier ist offen. Mhm. Natürlich können wir das auch. Und da ist, glaube ich, auch direkt eine Tür bei Sarah Krause da, wo du mit der Maus gerade drüber bist. Was meinst du? Nee, also, hier ist eine Tür. Nee, hier ist keine Tür. Das da. Das ist auch keine Tür. Die ganzen Türen sehen doch so hier aus. Früher in dem alten Jahr, da wusste man nicht, was eine Tür ist. Da sahen die alle anders aus, aber hier sehen Türen immer so aus. Auch nach außen? Nach außen haben die keine Türen, sondern diese Dinger hier. Das ist doch so aufgebaut. So ein Ich spiele zurzeit ja auch tatsächlich das allererste XCOM wieder. Auf deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Auf welchem System? Auf ganz normalen Rechner. Gab es bei Steam für... Ach so, die haben das so ein bisschen mehr oder weniger neu aufgelegt? Die haben es angepasst, ja. Ist halt 4:3 Grafik, die jetzt auf 16:9 gequetscht wird. Das heißt, die Erde sieht jetzt halt aus wie, weiß nicht... Eine Flunder. Ja, wie sollen wir vorgehen? Taktik. Es gibt zwei Optionen. Entweder wir halten hier die Stellung oder wir versuchen herumzugehen oder wir versuchen einzudringen. Das sind unsere Optionen. Also da lauern noch zwei Mutons und zwei dünne Männer auf jeden Fall. Genau. Die Mutons sind verletzt, die dünnen Männer, da ist einer verletzt. Ja, genau. Ich würde ja sagen, eher so drumherum schleichen, aber vielleicht zwei Leute gehen innen ganz langsam vor und zwei Leute außenrum. Also vielleicht die Eiserne Lady und Sarah Krause gehen außenrum und die anderen beiden halten die Stellung und probieren irgendwie die abzulenken. Okay, on your command, Commander. Oh, ich bin der Commander, ja, ich wollte immer der Commander sein. Das erinnert mich daran, es gibt ja auch ein XCOM-Brettspiel, ne? Ach so? Da benimmst du eben genau die Rolle vom Commander oder von der Typ aus der Forschung quasi. Und das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Space Alert kennst? Nein. Das ist so ein bisschen wie Space Alert. So ein bisschen, also es gibt zwei verschiedene Modi. Es gibt einen so mit wie heißt das? Zeitdruck. Mhm. Ich glaube, es gibt einen mit Pausen. Upsala. Naja, passt schon, denke ich mal. Ja, passt schon. Auch wenn sie jetzt aus dem Bereich rausgelaufen ist. Man kann ja nicht immer alles perfekt machen. So, was soll ich mit ihr machen? Soll ich sie eher... Sie bleibt erstmal noch da und macht den Feldposten. Hier, und auf der Position? Ich würde sagen, ja, dass sie jetzt hier einfach die Position halten. Und die anderen beiden... Kann sie sich nicht drehen? Weil sie schaut total in die falsche Richtung. Das nervt mich. Ich glaube, das ist hier aber nicht schlimm bei dem Teil. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil die können ja trotzdem flankiert werden. Und darauf reagieren sie ja dann nicht. Na gut. Mal gucken. Diese eine Runde... Oh, ich glaube, es war ganz gut, dass wir weggegangen sind, weil da ist die Wand eingestürzt. Ja, das glaube ich aber auch nicht, mein Schatz. Okay, die dünnen Männer. Oh. Also wenn der jetzt da trifft, dann... Boah, das ist aber voll unfair, weil die dürfen schießen, wir nicht. Genau, er hat auch einen Feldposten. Warum darf er denn nicht reagieren? Das ist wie mit dem Kinski-Klaus. Oh, und der macht Vergiften. Oh. Was zur Hölle war das? In Brasilien spricht man... Ruf des Blutes. Oh, sind da die Mutons dahinter oder was? Anscheinend. Also, Naja, theoretisch können wir mit ihr hier reinlaufen. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob wir Flammenwerfer benutzen oder nicht. Könnte riskant werden. Wenn sie nah genug beieinander sind, würde ich sagen, ja, weil... Ich weiß noch auch nicht, ob das... Dann müssten sie wegschicken. Sind die anderen beiden aber natürlich ein bisschen weit weg jetzt erstmal. Aber weißt du was? Vielleicht kannst du ja mit dieser Spezialattacke, die auf der 2 ist, auch einfach ein Loch in die Hülle sprengen und kannst jetzt da, wo jetzt die Eiserne Lady steht, einfach da durch die Wand gehen. Vielleicht geht das. Funktioniert, glaube ich, nicht ganz. Also, was ich mir vorstellen kann, Eiserne Lady hier hinholen, hier ein Loch reinmachen. Ja, lass uns das doch mal ausprobieren. Weil, du musst ja die neuen taktischen Möglichkeiten ausprobieren. Weil es geht ja, dieser kinetische Schuss geht ja auch nur mit voller Munition. Mhm.
So, jetzt drücke ich auf Begleitschaden. Wie mache ich das? So? Ja, ich würde es mal ausprobieren. Mal gucken, ob es klappt. Wäre cool. Die Wand geht aber jetzt nicht kaputt, oder? Oh, doch, doch. Jetzt geht's doch. Weil man sieht sie hier nicht, deswegen bin ich gerade irritiert. Denkst du, das zählt für beides? Ich hoffe doch. Oder nur für das jetzt hier? Wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Dann wissen wir es fürs nächste Mal. Hier geht's auf jeden Fall kaputt. Ja. Oder soll ich das hier machen oder soll ich tatsächlich hier? Pass nur auf, dass du halt Ashley nicht triffst. Ne, sie ist ja eigentlich nicht angezeigt, deswegen. Ja. Soll ich so versuchen? Ja, mach mal. Boom. I need ammunition. Und? Rein gar nichts. Doch, jetzt sehen wir sie. Das hat aber gedauert. So. Kannst du jetzt direkt den Flammenwerfer machen, ohne laufen? Das bringt mir an sich ja auch nicht unbedingt was. Ah ne, geht nicht. Okay. So, wie meine das? Schicke ich sie hier rein? So ungefähr? Kannst du vielleicht die Kamera drehen? Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ja, dieses Schild ist ein bisschen scheiße, ne? Ja. Willst du sie hier hinschicken? Oder eher hier? Na, ich würde wirklich das dann so machen, vielleicht sogar ein Stück nah ran, dass du beide mit dem Flammenwerfer erwischen kannst. Sie sollte das ja, weil kegelförmig. Ja. Also zu nah würde ich eher dann eher nicht hingehen. Weil ja, wenn sie sowas vielleicht. Zu nah hingeht, dann trifft sie die überhaupt nicht beide. Ich will, dass sie auch noch im Kreis bleibt. Ja. Entweder genau, dann hier ist auch genau die. Ja, oder dann macht hier. Das. Da ist besser das andere, glaube ich. Hier. Ja. Hoffen wir mal, dass das noch zählt, dass es das im Kreis drin ist. Oh nein! Ach, dumm. Ah, solange es nur vier sind. Naja, vielleicht hat der andere jetzt auch noch einen. Nee, okay. Komm, dafür wird er jetzt büßen. Oh, oh. Schade. Das Dumme ist, die alle sehen sie jetzt. Ja. Also auch die dünnen Männer. So, dann mach mal erstmal hier getoasteten Muton. Wursch. So, gefällt mir das. Und wir jetzt können sie heilen. Wir können sie heilen, sehr gut. Aber wie machen wir das? Das schaffen wir in der Runde eh, glaube ich, nicht mehr. Also hier hinschicken? Ja. Genau, die soll ein bisschen Sicherheit bleiben. Ah, sie sieht sogar ein. 45%, das geht ja. Komm schon, Baby, wenn du den erwischst, bist du die Heldin. Vor allem, weil du den nächsten... Ah, schade. Das gemacht hast. Naja, da muss halt Erika das richten. Garcia. Ich glaube... 10 und 10. Ja, der ist halt verletzt jetzt so leicht durch das Gift und der muss da sowieso weg, deswegen... Was machen wir mit ihm? Wo schicken wir ihn weg? Oder wo schicken wir ihn hin? Na, entweder irgendwo in Deckung... Oder er lenkt... Oder er opfert sich, damit Ashley überleben kann, weil sie wichtiger ist, weil sie hat mehr gekostet. Das ganze Meld. Oh Mann. Ja, ich weiß es nicht. Ich schicke ihn jetzt einfach hier hin. Wie viel hat sie noch? 8 Lebenspunkte hat Ashley noch. Das ist ein bisschen knapp. Das ist knapp, wenn die jetzt beide treffen. Also ich würde beinahe sagen, dass er sich opfert und das Feuer auf sich lenkt. Und wie soll ich das machen? Ich gehe hier hin. Ja, genau. Kann er vielleicht davon nochmal, vielleicht hat er ein bisschen mehr, 10%. Nö. Schieß aber schieß auf den mit dem einen, genau. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein! Nein, aber nicht. Los, mach ihn doch fertig! Boah, sehr gut. Daneben. Daneben, sehr gut. Oh, okay, damit überlebt auf jeden Fall Ashley. Das würde ich... Bitte sag das doch nicht. Boah, Gott sei Dank hat sie die müssen, jetzt Armor. Muss ich Ashley auf jeden Fall zurückziehen. Oh, was? Der gerät in Panik wegen so einem Scheiß? Oh nein, sie ist auch in Panik. Oh Gott, zum Glück geht's hier ein paar Schritte. Warum? Jetzt verfallen die alle in Panik, weil der Trottel hier in Panik verfällt, oder was? Ja, wer verfällt nicht in Panik? Sarah Krause, und die steht richtig... Ja. Ja, was machen wir? Heilen. Ashley steht nämlich eigentlich vor einer Schusslinie. Aber wohin soll ich sie denn... Leider hat sie hier nirgendwo Deckung. Deswegen, ich weiß nicht, wo soll ich sie denn hinschicken zum Heilen? Lässt sich dann lieber halt ein Stück weiter weg. Ja, aber wo? In welche Richtung? Eher
Also hier dann am weitesten weg. Ja. Hier hin. Ja? Ja. Jo, hier sieht sie das Alien auch nicht. Das heißt, das Alien sieht sie vielleicht auch nicht. Schmier Erde drauf, Weichei. Hast du gehört? Schmier Erde drauf, Weichei. Oh Mann, ey. Tja, und ja, sie hat sich geopfert. Das ist doch bescheuert. Aber das ist gleich drei Leute in Panik verfallen. Nur weil wir den Honk da... Ich hätte den... Ja, ist das wegen dem Gift oder was? 20. Ah, jetzt hat die auch noch... Natürlich trifft die jetzt nichts mehr, weil sie in Panik war. Nee, weil sie verletzt ist. Ja, weil sie verletzt ist. Kampfmüdigkeit. Ja, also das ist echt dämlich. Vor allem so ein Mac, weißt du, der... Also bei normalen Leuten, finde ich, ist es ja irgendwie logisch, dass die dann nicht mehr treffen, aber bei einem Mac. Was machen wir jetzt trotzdem? Nichtsdestotrotz, meine ich. Eigentlich ist Maggie Thatcher die Einzige, die noch irgendwas treffen kann. Und sie muss nachladen. Okay. Muss nachladen. Willst du sie hier nach oben schicken? Ja. Dann würde ich sagen, Ashley bringst du in Sicherheit und die sollen einfach nur einen Feldposten machen. Oh Mann. Nachladen. Weapon Systems ready. Wohin denn? Hier hin? Ja, irgendwie um die Ecke oder so, dass die halt da nicht in der Schusslinie oder steht. Hier hin. Das ist auch gut. Heading there now. Ich dreh dich bitte. Das wäre so cool. Das geht hier nicht. Ich finde das scheiße. Die müssten sich doch wenigstens drehen können. So. 1%. Na, den würde ich aber auch am liebsten wahrscheinlich wegziehen. Ja. Aber jetzt ist die Frage, in welche Richtung? Ins Feuer, bitte. Hier hin? Ja. Na, ich stecke ihn gleich aus. Verstanden. Wir werden schon sporten, dann gleich ganz weg. Damit er bloß nicht mehr in Panik verfällt. Das können wir nicht gebrauchen in unserer Truppe. Das ist schlecht für die Moral. So, was machen wir? Ausharren? Ja. Nur wegen Erika ist Sarah gestorben, möchte ich mal sagen. Naja, es war schon ein bisschen riskant, was wir gemacht haben. Also, sonst wäre Ashley wahrscheinlich tot gewesen. Nicht zwangsweise. Ich meine zwangsweise, es war schon riskant, dass wir hier reingeschossen haben, um die zwei auszuschalten. Hätte man vielleicht auch anders machen können. Ja, wir waren da einfach, oder vielmehr ich war da einfach zu wild drauf zu wissen, wie was für taktische Möglichkeiten man know hat. Know your place! So, ich bewahre die mal hier auf Feldposten. Und ihn, ich weiß nicht, soll ich eins weiter hier herkraxeln? Wie du willst. Kann er um die Ecke linsen? Kommt schon. Traut euch. Da ist er. Komm schon, bitte. Yes! Ja, was? Und sogar ein Vierer. Sehr geil. Einer weniger. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach, ja klar. Oh, sehr gut. Feldposten. Oh. Mensch, Leute. Ich verstehe das zwar nicht, warum, aber... Oh, er wird sich zurückziehen. Ich würde ja am liebsten hinlaufen, den Paar aufs Mauer hauen. Ja, mach das bitte. Aber ich weiß nicht, weil wegen vergiftet. Ach so. Deswegen nicht... So unbedingt. Nee, dann... Die eiserne Lady sieht ihn doch. Dann soll sie doch schießen. Die kann ja auch noch. 37%? Ja, weil er dann voller Deckung ist. Deswegen, dann glaube ich... Spreng die Deckung weg. Warum? Ich kann doch einfach ihn flankieren. Okay, ist das nicht einfacher? Ja, okay. Ich weiß halt nicht, weil die ja verletzt ist, wie schlecht die jetzt schießt. Warte mal... Soldateninfo. Ja, 45, aber wenn er wirklich flankiert wird, dann steigt das immens. Ja, ich kann auch die Deckung wegspringen, dann ist er sowieso tot. Weil er verliert ja, ne, 2 Schaden? Genau. Bis zu 2 Schaden. Hoffentlich reicht's. Firing on hostile position. Das war's noch nicht. Ja, es gibt hier noch diesen Kollektor.
so nenne ich ihn. So, jetzt harren wir hier erstmal aus. Ich gehe mal hier an die Wand mit dir und lad mal nach. Ja. Ist hier okay? Ja. Damit sie auch diesen Schuss kann. Ja. Weil damit scheint die, wird sie wahrscheinlich besser schießen. Als das, was sie. Ah, du meinst besser treffen? Ja. Ja, mit dem lade ich auch erstmal nach. Bin wieder da. Und ja, du bist wieder da. Du musst erstmal zurücklaufen, mein Freund. Zu den anderen. So. Sie muss auch nachladen. Back in. So, wo schicke ich ihn denn jetzt hin? Wieder da. Erstmal hier hin? Ja, auf seinen Panikplatz. Sein Panikplatz. Achso, er hat sich bewegt. Und sie? Erstmal hier hin? Wieder durch die Mitte? Ja. Ich hoffe bloß wirklich, dass das es auch gewesen ist. Weil wenn das dann nochmal 3 Mutons sind oder so, oder nochmal 10 dünne Männer, ist schlecht. Also mit einem Muton könnten wir es vielleicht noch aufnehmen, aber 3 würde schon. Naja, es kommt drauf an. Ich weiß ja nicht, wie krass dieser Schlag hier ist. Ja, den wenn wir da rein, wenn wir da in die Menge reinlaufen und die beieinander stehen, einfach mal draufkloppen. Achso, ich glaube, der macht 12 Schaden, dann sind die, glaube ich. Aber ich glaube, du nur bei einem einzelnen Gegner, oder? Der macht, glaube ich, keinen Flächenschaden. Flaschenschaden? Bei Gegner. Kann ich schlecht was dazu sagen, glaube ich, jetzt gerade. So, dann ziehen wir sie erstmal hier wieder hin. Ja. Nein, wir ziehen sie aus. Ja, die Blechbüchse. Ich frage mich, was die Reparatur kostet von denen. Das steht auf dem Blatt, das wir noch nicht haben. Ja, nicht, dass es dann so heißt, ja, der Mech braucht Meld, um repariert zu werden. Naja, 10 Meld haben wir ja eingesammelt. Ja, immerhin. Und Reparatur kostet 20. Nein! Für einen Mech, natürlich. Also, ist ja auch nur einer bis jetzt beschädigt. Zum Glück. Ja, die eiserne Lady ist doch unantastbar. Bis jetzt zumindest schon. Naja, es ist trotzdem schade wegen der Rekrutin. Die war ganz gut, die hat auch gut getroffen. Ich weiß nicht, ob sie jemand getötet hat? Doch, doch, die hat doch einen. Einen Muton hat sie abgeschossen. Ja? Mhm. Sehr schön. Das freut mich dann immer. So, Erik. Hat seinen Namen weg. Ich finde, wir sollten ihn umbenennen in Erik. Wo soll ich ihn hinschicken? Ja, irgendwie so. Das ist halt, weißt du, wir sind bei XCOM auch offen für Transgender-Menschen. Ja, schöne Deckung nach hinten. Guckst du dabei nicht. Egal. Wir müssen doch jeder mitmachen. That's affirmative. Okay. So. Ah, jetzt hätte ich erstmal warten sollen, aber ich glaube nicht, dass die unbedingt einen noch sieht. Die eiserne Lady geht natürlich zwischen den, zwischen die beiden. Die mögen sich nämlich nicht. Erika und Ashley, die haben ein sehr gespaltenes Verhältnis zueinander. Und sie ist die Streitschlichterin. Die haut einfach mal mit der Faust auf den Tisch, dann ist Ruhe. Und der Tisch ist kaputt. Wollte ich gerade sagen. Und der Boden auch. Alles in einem gewissen Radius. So eine Art Krater entsteht dabei. Lass mal einen kurzen Überblick machen, wie groß das Raumschiff noch ist. Na, wie groß ist es? Ist nicht mehr viel, oder? Ist nicht so ein riesen Nee, ist noch ein kleines. Ja, genau. Also es kommt scheinbar von hier hinten. Ja. Da wird wahrscheinlich noch dieser Kollektor sein und das war's dann wahrscheinlich. Kollektor Edition. So, dann drehen wir mal das Ganze. Ich schicke ihn dahin. Stimmt. Hat man Mass Effect eigentlich in der Kollektoren Edition gekriegt? Weiß ich nicht, glaub nicht. Aber die Kollektoren waren nur bei Teil 2, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, wann die auftauchen. Also im zweiten Teil auf jeden Fall. Den habe ich gespielt, von vorne bis hinten. Und da waren sie drin. Wo soll ich sie hinschicken? Hier hinter die Wand ja. eher? Ja. Ja. Also hier. Ein bisschen mehr auf Sicherheit, genau. Das ist gut, glaube ich. In der Raum scheint ja keiner zu sein. Oh oh. Das ist der Computer. Oh, das sind 2. Oh, 3. Und wir haben keinen Russen dabei, der ihn kaputt machen will. Boom, ich schieße ihn auf Computer. Computer sagt aus. Computer sagt nein. So, dann schicke ich sie mal dahin. Aber Tür noch nicht öffnen. Und was sagst du? Die kann keine Tür öffnen. Aha. Kann man die überhaupt öffnen?
Eigentlich ja. Ah, das macht dann Garcia einfach. Das passt dann schon. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Ja, wir haben noch ein bisschen Vorteil, wenn Ashley schießt aus dem Stand, bevor sie sich bewegt, dann macht sie sogar noch 10 Punkte, glaube ich, mehr Schaden oder sowas. Die 10% höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen, glaube ich. Nee, hier gibt es ja keine Prozent, wie du schon gesagt hast, deswegen macht sie da nur 10 Punkte. Jetzt öffnen oder nächste Runde? Jetzt könnten ja alle drei theoretisch noch mitschießen. Feind in sich. Kollektor. Komm rausgelaufen, das wäre so cool. Dann würde ich tatsächlich am liebsten hinrennen und ihm eine knallen. Ja, mach das. Sollen wir das austesten? Ja. So, Mrs. Tetzer. Ja, die kann auch direkt neben ihn laufen. Ah, du musst wirklich neben ihn stehen, musst erstmal hinlaufen. Aber das sieht ja, das kriegen wir ja alles hin. So, hier in die Ecke? Ja. Geh in die Ecke und schäm dich. Ich hab Angst, ein bisschen. Und jetzt. Hau ihn in die Fresse! Nimm das, du scheiß Kollektor! Sonnenkollektor. So. Boom! Bah! Jawoll! Knockout! Sehr schön, Einsatz geschafft, Operation gefallen. Da hätte jetzt eigentlich aus Tekken dieses KO kommen müssen. Da vorne noch so, finish him! Ach ja, herrlich. Schön. Naja, ein Verlust, aber immerhin ein Maggie Rekrut. Thatcher wins. Und man sieht, dass die Mechs doch relativ krass drauf sind. Ja. Vor allem, wenn Flammenwerfer gebraucht werden und so. Den Schlag in die Fresse fand ich jetzt auch nicht schlecht, wie er da durchs halbe Raumschiff fliegt. Das war schon ein Highlight. Ist krass, du kannst die Leute durch Wände schlagen. hast du von Chuck Norris gelernt? War ihr heimlicher Mentor. Ja. Ja, ich weiß jetzt leider bloß nicht, ob uns das jetzt noch sehr viel bringt oder nicht. Was ist das? A, in den Rang, Soldat. Ach so, B, was? Rekrut Garcia wurde in den Rang Soldat befördert. Ach so, deswegen A. Schwer. Wir haben immer noch keinen Run-and-Gun-Typen. Gut, dann, ja. Raketenstart. Oh nein, boom. Enrico. Erika. Erika. So, ja, tut mir leid um Sarah Krause. Ich wollte schon Sarah. Ja, schade. Nämlich, die hat gleich einen Kill gehabt. Das war eigentlich nicht schlecht. Hey, du nimm mal noch. Meld, ey. Beschädigt. Die können wir gleich verkaufen. Wenn Sie Soldaten auszeichnen wollen, sind in der Kaserne jetzt Medaillen. Nein, danke. Commander. Nein, ich doch nicht. Echt nicht. So, ja, Einsatz erfolgreich. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge ein bisschen... Basenmanagement. Indem wir Laugen und Basen und Säuren entwickeln und sowas. Ja, oder halt Familie, die Cousine ist ja Base, sagt man auch. Ist eine Base, deswegen. Da muss man schon mal Ordnung reinbringen. Da muss man sich schon mal um seine Cousine kümmern. Nicht? Ja. Bis dahin. Bye bye. Tschüss. Tschüss.